Beim Thema Darmkrebs ist meist der Dickdarm betroffen. Ein Dickdarmkrebs ist eine sehr häufige Form von Krebs. Die hat meistens auch keine Symptome. Deswegen ist die Vorsorge sehr wichtig, dass man zur Darmspiegelung geht. Die Symptome, die auftreten können, sind die Blutung, die Unregelmäßigkeiten beim Stuhlgang. Der Dickdarmkrebs wird in der Regel operiert und folgt einer Chemotherapie danach in bestimmten Fällen. Ist eine heilbare Krankheit, wenn der Krebs früh entdeckt wird, dann die Heilungschancen sind sehr gut.